Geht's Ihnen eigentlich manchmal auch so, vor allem bei dem Wetter zurzeit, dass Sie am liebsten Ihre 7 Sachen packen würden, um in ein sonniges Land auszuwandern? Goodbye Germany haben auch die Schwestern Jutta und Inge vor 15 Jahren gesagt, als sie sich in Kapstadt verliebt haben. Doch aller Anfang ist natürlich schwer, vor allem wenn man dort seinen Lebensunterhalt verdienen und noch dazu plötzlich 2 Waisenkinder aufziehen muss. Aber sie haben ihren Schritt nie bereut. Mit diesem Blick auf den berühmten Tafelberg von Kapstadt haben sich die Schwestern Inge und Jutta einen Lebenstraum erfüllt. Sie haben Häuser ausgebaut und weiterverkauft. Sie betreiben Lodges, organisieren Safari-Touren, backen Flammkuchen. Hauptsache nur, sie verdienen genug Geld, um für immer bleiben zu können. Südafrika ist das wunderbarste Land, in dem man leben kann. Ich meine, das zeigen ja auch die Zeitungsberichte, dass Kapstadt jedes Jahr zur schönsten Stadt der Welt gewählt wird, was sie auch wirklich ist. Denn Kapstadt ist keine Großstadt. Es sind kleine Dörfer um den Berg herum gebaut. Und innerhalb von einer Stunde sind sie beim Wale gucken. Sie sind in der längsten Weinstraße der Welt. Wir haben also über 1000 Weingüter. Eins schöner als das andere. Sie sind am Meer, sie sehen die Delfine. Wann immer es die Arbeit zulässt, fahren Jutta und Inge in das Hinterland von Kapstadt, in die sagenumwobene Weinregion. Leider meistens ohne ihre Männer, denn die pendeln, weil sie in Johannesburg und Hamburg arbeiten. In dem idyllischen Ort Greaton besitzen sie die Cedric's Lodge, ein Gästehaus, in dem sie sich aber auch selbst immer wieder erholen. Früher war das Haus völlig verfallen. Hier hat sich Jutta, die von Beruf eigentlich Architektin ist, ausgetobt. Also das hier, das war die alte Scheune, die wir umgebaut haben. Die alten Mauern blieben stehen. Innen, wie man sieht, ist es ganz modern ausgebaut. Die alten Balken haben wir hier noch drin gelassen, sodass es den Charakter des Alten hat, aber auch den Charme des Neuen. An den Ort Greaton haben die Schwestern ihre Herzen verloren. Es war Liebe auf den ersten Blick und längst sind sie im Dorf bekannt. In ihrem Lieblingsrestaurant werden sie von den Besitzern natürlich persönlich begrüßt. Und ein Glas Wein am Mittag gehört in Südafrika einfach zum Lebensgefühl dazu. Aber das schöne Leben kostet Geld. Und als den beiden Schwestern vor 5 Jahren auffiel, dass es zwar jede Menge Wein am Kap, dafür aber Flammkuchenmangel gab, war ihre neueste Geschäftsidee geboren. Seither tingeln sie mit ihrem mobilen Flammkuchenstand über die Märkte in und um Kapstadt. Zuerst allerdings verkauften die beiden nur 10 Flammkuchen pro Tag. Heute sind es bis zu 300. Wir mussten unglaublich viel Aufklärungsarbeit leisten, weil jeder wollte eine Pizza haben. Deswegen haben wir den Slogan kreiert, don't call it pizza, it's a Flammkuchen. Und wir mussten unglaublich viel Taste daraus geben, damit die Südafrikaner verstehen, was denn überhaupt ein Flammkuchen ist. Und das kannst du eigentlich nur, indem du es probierst. Es hat sich gelohnt, denn das, was Jutta und Inge mit den Flammkuchen verdienen, ist nicht für sie selbst. Vor 10 Jahren ist unsere Dame, die bei uns zu Hause sauber gemacht hat, an Krebs verstorben und hat 2 Kinder hinterlassen. Wir haben ihr auf dem Sterbebett versprochen, dass wir uns um ihre Kinder kümmern. Die beiden waren damals 9 und 13. Und wir, meine Schwester und ich, wir haben selbst keine eigenen Kinder. Wir wussten eigentlich nicht, worauf wir uns einlassen. Die Kosten für die teuren Privatschulen etwa, all das haben Jutta und Inge mit ihren Flammkuchen bezahlt. Die beiden Jungs kamen aus einem armen Township. Während der Ältere bereits studiert, hilft Sifelele den beiden, wann immer er kann. So wie jetzt in den Ferien. Wenn sie im hippen Kapstädter Stadtteil Woodstock auf dem angesagten Biscuit Mill Market regelmäßig Selbstgemachtes aus dem Ofen verkaufen. Der 16-jährige Sifelele ist zu schüchtern, um mit dem Fernsehen zu sprechen. Längst aber gehören er und sein Bruder zur Familie. Durch die gute Ausbildung hat auch Sifelele später beste Chancen auf einen guten Job. Dann kann es endlich losgehen. Flammkuchen satt für die Menschen aller Couleur, die sich hier zum Schlemmen und Schlendern treffen. Typisch Kapstadt eben. Für Inge und Jutta steht fest, es gibt kein Zurück mehr ins kalte Deutschland, auch wenn es nicht immer leicht ist. Es ist wesentlich schwieriger, hier Geld zu verdienen. Man muss doppelt so viel arbeiten wie in Deutschland. Mit der Hälfte vom Geld. Man hat auch keinerlei soziales Auffangnetz. Aber trotzdem, dieser strahlende Sonnenschein und die freundlichen Leute lassen uns also ganz einfach hierbleiben. Es ist unsere neue Heimat. Aus Inge und Jutta sind längst echte Südafrikanerinnen geworden.